Aber man merkt halt nicht, dass Ryder irgendeine Charakterentwicklung hat. Das ist das, was mich ärgert. Er ist einfach der ein wenig schwitzige, wenn du ihn auch so spielst, einfach mit dämlichen Humor geprägte Mensch, der einfach Pathfinder geworden ist und trotzdem einfach die coole Sau von Anfang an. Man hat gar nicht so das Gefühl, ja, ich bin in einer anderen Galaxie, ich wurde nicht als Pathfinder ausgebildet, ich muss darüber auch nichts lernen, es gibt ja keine anderen Pathfinder, also ist das, so wie ich das mache, jetzt schon richtig. Ich heiße die Asari und Salarianer auf der Nexus willkommen. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass ihre Archen endlich eingetroffen sind. Nun bitten wir sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Asari und Salarianer leben. Ebenso wie unser Traum. Ah, und da ist der Held, der es möglich gemacht hat. Pathfinder Ryder. Möchten Sie uns etwas sagen? Metal! Es war nicht immer leicht, aber mein Team und ich haben es hingekriegt. Wir wissen, was wir tun. Ein selbstbewusster Pathfinder. Genau das brauchen wir. Unsere Wahl war richtig. Wir alle schulden Ryder unseren Dank. Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Ich kann nicht sagen, dass Sie das gesagt haben. Sie haben uns gerettet? Ich war nur ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Ohne sie wäre ich jetzt tot. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Eine strahlende Zukunft. Sie haben viel durchgemacht, aber es wird besser. Es gibt in Helios viel Gutes. Ich hoffe, Sie haben recht. Geben Sie mir noch eine Chance. Nein, wir sind fertig miteinander. Wer, wo, warum und warum sieht ihr aus wie meine Schwester? Ich kann nicht glauben, dass Sie das gesagt haben. Was denn? Ich war nur ehrlich. Es gibt einen Unterschied zwischen ehrlich sein und einfach nur arschig sein. Richtig. Aber schön, dass auch wirklich das Personal hier sich langsam verändert. Obwohl der Typ, der steht, glaube ich, immer da. Ach so, in Spenders Kabine noch nach Beweisen suchen wegen dem Verrat an die Kroganer. Der hat ja damals den versprochen, Mitspracherecht zu haben und am Ende hat er gesagt, ja, nee, das stimmt ja gar nicht. Und deshalb sind die Kroganer gegangen. Aber waren wir nicht bei dem schon drin? Ne, wir waren damals bei der Kapitänsdame drin, ne? Und da war ja eine Geheimtür. Genau, hier war ja der Ablauf. Da haben wir herausgefunden, dass die Dame getötet wurde. Also die Anführerin der Initiative. Und natürlich hat der genau daneben gewohnt. Ist jemand in der Nähe? Negativ, Pathfinder. In der Umgebung halten sich keinerlei Personen auf. Es gibt in ihrer Nähe einen blinden Fleck, Pathfinder. Was meinst du damit? Vereinfacht gesagt, ich kann einen Teil des Raumes nicht sehen. Weil ist so. Sehr geehrter Direktor Tan, ich ersuche mit diesem Schreiben um eine offizielle Überprüfung der Eignung von Nakmor Cash als Nexus-Stationsleiterin. Die Kroganer haben in der Tat dabei geholfen, die Meuterei jener niederzuschlagen, die wir heute Exilanten nennen. Doch angesichts ihres Verhaltens während des Aufstands und ihrer Entscheidung, den Nexus zu verlassen, nachdem ihre Forderung nach mehr Mitspracherecht zurückgewiesen wurde, liegt es auf der Hand, dass bei Cash und ihrem derzeitigen Posten ein Interessenkonflikt vorliegt. Aha, er will die Kroganerin raushaben, die ihn natürlich schon mal aus dem Raum geschmissen hat, weil er einfach ein Arschloch ist. Ich verstehe, dass es politisch von Vorteil sein könnte, einen Kroganer im Team zu halten. Wenn auch eher wegen der Optik und weniger wegen der Diplomatie. Aber dass einer von ihnen die Macht der Stationsleitung erhält, ist in Anbetracht der negativen Meinung der anderen Kroganer über uns
ein Spiel mit dem Feuer. Als erfahrener Diener des Volkes bin ich der Ansicht, dass Cash an eine Stelle versetzt werden sollte, wo sie weniger Schaden anrichten kann, vielleicht ins Archiv. Stellvertretend direkt der Kolonialverwaltung. Moment. Ist das das, wofür ich es halte? Den Inventarlisten zufolge ist dieses Schiffsmodell vor 6 Monaten aus den Beständen verschwunden. Werden Sie die Box zurücklegen, Pathfinder? Nein. Wer es findet, darf es behalten. Ah, ich mache aus Sam auch noch so einen kleinen Verbrecherunterstützer. Geschätzte Population 700 plus etwa 1200 Kroganer sind nach Andromeda gekommen. Wichtige Personen. Nakma Morder, Anführerin. Jorge Trux, potenzieller Agitator. Freie Mitarbeiter. Nach kroganischen Maßstäben gedeiht die Kolonie prächtig. Sie lagern Wasser und können sich selbst versorgen. Sie haben Zeit für Unterhaltungsangebote. Es gibt eine Kampfgrube, eine Destillerie, sogar ein Gewächshaus, wo sie versuchen, Pflanzen zu langfristiger Nährung der Kolonie anzubauen. Leiter dieses Projekts ist ein Botaniker namens Vaughn. Die Kroganer haben ihre Kolonie in die Seite eines Kraters gebaut. Einige Baumaterialien stammen offensichtlich von der Nexus, andere wurden vor Ort beschafft. Die Anlage ist schwer bewacht und wer kein Kroganer ist, erhält nur unter Schwierigkeiten Zutritt. Warum hat der denn so viele Informationen über die kroganische Kolonie? Hallo Saal, es freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen, sich an mich zu wenden. Ich habe schon immer gerne junge Kolonisten unterstützt, die sich für eine Zukunft in der Politik interessieren. Mein Rat ist derselbe, den ich von meinem Vater erhalten habe, kurz bevor ich nach Andromeda aufgebrochen bin. Hilf immer dem kleinen Mann, aber hilf auch dem, der diesen kleinen Mann mit seinem Stiefel am Boden hält. Um dahin zu kommen, wo ich heute bin, müssen sie versuchen, jenen gerecht zu werden. Dadurch haben sie stets jemanden, der zu ihnen hält. William Spender. Sai Taylor. Schöne Einschleim-Mail. Hallo Spender, Dale Jason hat mir berichtet, dass Sie Ihr Ersuchen um vorschriftsmäßige funktionierende Luftfilter abgewiesen haben. Ist Ihnen klar, wie wichtig es ist, dass unsere Leute gesund und damit arbeitsfähig bleiben? Ich verstehe Ihre Blockadenhaltung in dieser Sache nicht. Wenn das so weitergeht, muss ich mit Allison über Ihr Verhalten sprechen. Es tut mir leid, aber langsam wird es lächerlich. Cash. William Spender, Foster Allison. Bill, kommen Sie zu mir, wir müssen reden, Foster. Verborgener Empfänger, William Spender. Hallo A, für jemanden, der so paranoid ist wie Sie, ist der E-Mail-Betreff, Datenspur und die Unterschrift mit Ihren Klarnamen mehr als merkwürdig. Warum nicht gleich Beweise? Natürlich habe ich Belege für unsere Abmachungen. Schließlich gehören Sie zu den Exzellenten, oder nicht? Ich brauche doch ein Druckmittel. Sollten Sie irgendwann beschließen, sich gegen mich zu wenden? Niemand findet irgendetwas. Ich bezweifle sogar, dass irgendjemand danach sucht. Also irgendwo werden wohl Informationen sein. Das Datenpad ist passwortgeschützt. Soll ich eine Entschlüsselungsroutine anwenden? Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass eine solche Verletzung seiner Privatsphäre gerechtfertigt wäre. Ganz wie Sie meinen. Gerade noch nicht. Meeting-Notizen für Direktor Ten. Die Technikabteilung hat erneut Ressourcen angefordert, die wir nicht haben. Es geht insbesondere um Reparaturen an nicht essentiellen Systemen. Ich zweifle inzwischen an Cashs Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. So machen Sie Karriere und der Weg zu einer schnellen Beförderung. Boah, was eine Flachpfeife einfach. Bauteile für ein Atemgerät, Energiezellen, Trockennahrung. Ich habe die Beschriftungen gescannt. Viele dieser Kisten wurden als gestohlen gemeldet. Vorräte bereit zur Lieferung. 2 Kisten mit medizinischen Vorräten, 5 Verpflegungskisten, Landkarte, 2 Spielzeugpistolen, Vermessungskamera, 6 Batteriezellen und 2000 Credits. Der Scanner wird durch Interferenzen blockiert. Sie werden bei der Durchsuchung dieses Quartiers auf einfachere Mittel zurückgreifen müssen. Augen.
Naja, es bleibt noch das Audiolog und dabei blinkt er auch so ganz stark. Unter oder hinter den Möbeln nachsehen, Pathfinder. Ah, da, der Scrambler. Was ist das? Ich kann es nicht scannen, Pathfinder. Es blockiert mich, ähnlich wie ein Scrambler. Das klingt nach einer Aufgabe für einen Kommunikationsexperten. Also ich werde das Audiolog von ihm nicht hacken, weil ich glaube, das könnte schwierig sein, wenn ich den später belaste. Vor allem hier liegt so viel Kram rum, ich kann ihn eh schon bis zum allerletzten Scheiß belasten. Der klaut Vorräte, der hat einen E-Mail-Verkehr mit jemandem, wo drin er ganz klar darüber redet, dass der eine Abmachung hat mit Exilanten, um die zu unterstützen mit Waren. Der Scrambler, um mit denen zu kommunizieren. Nachdem es dem menschlichen Pathfinder gelungen war, zwischen Demonstranten und Nexus-Beamten zu vermitteln. Grund für die Eskalation war die Forderung der Demonstranten, bei der Stase-Aufhebung nicht länger Personen mit politischen Beziehungen zu bevorzugen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Was für ein Bullshit! Es war nicht mal eine Geiselnahme! Pathfinder, was kann ich für Sie tun? Spielen Sie einfach mit. Nein, ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um Pathfinder-Angelegenheiten. Sie müssen jetzt ruhig bleiben und mir vertrauen, wenn ich Ihnen sage, dass die Sache ernst ist. Ruhig bleiben und die Sache ernst nehmen. Verstanden. Ich habe dieses Ding irgendwo auf der Station gefunden. Ich muss wissen, was genau es macht. Natürlich, ich sehe es mir... Moment. Das ist ein Scrambler. Diese Geräte sind illegal. Woher haben Sie ihn? Das möchte ich vorerst für mich behalten. Sie erfahren es, sobald die Zeit reif ist. Oder sobald ich diesen Scrambler für Sie gehackt habe. Hm? Können Sie rausfinden, wer ihn verwendet hat? Ich brauche stichhaltige Beweise. Darauf können Sie wetten. Mit diesem Ding könnte man sich durch jede unserer Firewalls hacken. Es hat schon einen Grund, warum sie verboten sind. Tut mir leid. Ich sollte ja ruhig bleiben. Einfach tief durchatmen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Jawohl, Sir. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Wahrscheinlich, wo er mir eine E-Mail schreibt und sagt, ist fertig. So, mit Allison haben wir auch noch ein paar Sachen. Yale hat mich gewarnt, dass Sie mich aufsuchen würden. Ich hatte gehofft, dieser Fehler würde nie ans Licht kommen. Aber Helios neigt nun mal dazu, unsere Hoffnungen zu zerstören. Wurden die drei Säbel ausgeschaltet, Pathfinder? Ja. Ich habe mich um sie gekümmert. Dann ist das Problem ja gelöst. Und soweit es die Allgemeinheit betrifft, haben die drei Säbel auf eigene Faust gehandelt. Aber das stimmt nicht, oder? Hey, Ryder! Wer zum Teufel ist das? Das ist Sid. Ohne ihre Instinkte wäre ich dieser Sache niemals nachgegangen. Ich schätze gute Instinkte. Allerdings nicht in diesem Fall. Ich hatte recht, nicht wahr? Die drei Säbel hatten wirklich Hilfe von jemandem auf der Nexus. Ja, und es war ein Fehler. Wir haben eine Vorgehensweise genehmigt, die Leben gekostet hat. Aber wie gesagt, es ist vorbei. Sie müssen es den Leuten erzählen. Wenn man einen Fehler macht, muss man auch dazu stehen, richtig? Und wem würde das etwas nützen? Es könnte unseren Beziehungen mit den Angara schaden. Oder einen weiteren Aufstand auslösen. Aber es wäre die Wahrheit. Ryder, wenn Sie ihr diese Lüge durchgehen lassen, was dürfen unsere Anführer dann noch alles geheim halten? Wir brauchen keine diplomatischen Ratschläge von einem Teenager. Von der Diplomatie her hast du recht, das ist ein Alternativweg gewesen. Obwohl es hat mich... Das Problem ist einfach, Politik ist ja auch
ein bisschen Blutschlachterei immer, nicht im Blick der Medien und der Öffentlichkeit. Und sobald es an die Öffentlichkeit kommt, sagt er erst dann schon, ja, okay, ich war's, ich trete zurück. Und dann lebe ich von meinen Tantiemen und von meiner Rente, Beamtenrente, bis in alle Ewigkeit. Aber hier ist natürlich die Frage. Bei allem Respekt, Direktor. Sid hat recht. Transparenz ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Die Leute müssen wissen, dass sie uns vertrauen können. Selbst wenn wir mal Mist bauen. Ich sorge dafür, dass die Leute davon erfahren. Pathfinder, sie machen einen Fehler. Mag sein. Aber ich bin zumindest bereit, es zuzugeben. Bin mal gespannt, ob das nicht noch Folgen hat. Dass, Sid irgendwas passiert. Weil können natürlich sein. Pathfinder? Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Sie waren in erlesener Gesellschaft schon bevor Sie zum Pathfinder ernannt wurden. Scott Ryder, Pathfinder, Spezialistenkennzeichnung, A04 Malapa. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Du Volltrottel, mein Vater hat die KI für die Initiative entwickelt. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Was denkst du, wann wir angemeldet wurden für den Flug? Da wurdest du noch gar nicht geboren. Du wahrscheinlich dreckiger Klon. Wir haben übrigens noch was mit Allison offen. Und zwar jemand aus dem Kälteschlaf holen. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Haben Sie den Ärger schon vergessen, den derartige Bevorzugungen bereits verursacht haben? Hören Sie, Sie sind der Pathfinder. Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Ja, hätte mich auch gewundert eigentlich. Aber was ist denn... Kann nicht wahr sein. Wir hatten doch irgendwie noch ein Thema mit ihr. Da muss ich jetzt mit ihm reden über Litos. Pathfinder? Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Ah, da. EOS Chefingenieurin Grace Leto. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf EOS zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Leto. Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Nix. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Das hat mich ja doch schon gewundert, dass ich mit Allison darüber reden muss, weil er hat mir ja gesagt, ich muss nur irgendwie hingehen und sagen, weck dem aus dem Kälteschlaf auf. Und dann sagt er, alles klar, mache ich. Das sind Leute. Das sind doch so richtig Leute. Wenn du einem Soldat sagst, lauf den Weg lang, dann muss der gegen die Wand laufen, als wenn die KI von EA programmiert wäre. Hallo, Pathfinder. Wie läuft's mit der Lebensfähigkeit? Recht erfolgreich. Es klingt vielleicht platt, aber Sie sind Ihrer Aufgabe gewachsen. Danke. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Die Leute wollen unbedingt mithelfen. Die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt, aber Sie inspirieren sie. Haval lockt vor allem Wissenschaftler an. Und das, obwohl dort noch so wenig erschlossen ist.
Trotz des Gewölbes bleibt der Planet ungewöhnlich. Aber wer weiß, vielleicht erwartet uns ja eine Überraschung, was die dortigen Ressourcen betrifft. Unter Vold verbirgt sich so vieles. Einige bezeichnen es als wunderschön, allerdings nicht in meinem Beisein. Poesie ist bei mir weiterhin tabu. Tate ist ein Meister der Ressourcenbeschaffung, aber es gibt Bedenken wegen der Beziehungen, die sie für den Außenposten spielen lassen mussten. Sloan ist etabliert. Wir brauchen diesen Einfluss. Tan ist natürlich außer sich. Jedes Zugeständnis an die Exilanten legitimiert sie. Behalten Sie die Sache im Auge. Ich kann nicht alles abwehren. Und auch das nur, solange Sie Stabilität zusichern können. Stabilität! Gibt's was Neues von Dr. Kennedy und ihren Trackern? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das ist keine Unterhaltung für das Kommandodeck. Manche Themen sind nur für geschlossene Kanäle geeignet, Pathfinder. Ich habe nachgeforscht und es gibt da ernsthafte Bedenken wegen Spender. Und was hat das mit Ihrem Job als Pathfinder zu tun? Es hat etwas mit Ihrem Job zu tun. 3, 4, 5. Genau. Ich habe 1,5 Jahre lang alles erledigt, obwohl ich nichts hatte. 1000 Leute saßen mir ständig im Nacken. Spender mag ein Scheißkerl sein, aber er hilft mir. Falls Sie also Anschuldigungen vorzubringen haben, Pathfinder, sollten Sie gesichert sein. Ich lasse durchaus Leute fallen wie heiße Kartoffeln, aber nicht aufgrund eines Verdachts. Dafür haben wir nicht genug Leute. Ich dachte, 1000 Leute sind in deinem Rücken gewesen. Direktor Edison? Auf Wiedersehen, Pathfinder. Vor allem habe ich 20.000 Leute im Kälteschlaf, Edison. Aber ich kann schon verstehen, warum Edison nicht sehr beliebt ist. Ist ja so, als wenn die jeden Tag Eisprung hat. Was ist das denn? Macht er es wieder, wenn ich runterlaufe? Ist mir noch nie aufgefallen. Ne, jetzt läuft er die Treppe normal. Aber wenn ich sie schräg laufe... Nee, komisch. Auf der Nexus mit den Anführern reden. Das war in Bezug wegen Meridian. Meridian, aber jetzt mache ich erstmal den Break, weil es ist schon spät.